Okay, was sind denn die Regeln vom Fotobattle? Keine. Cool. So. Fotobattle die erste, würde ich sagen. Wir wollen heute mal herausfinden, wer intern bei uns das beste Fotografie-Team ist. Wir haben zwei Teams gebildet. Das ist einmal das Gewinnerteam mit Christian und mir, Dominik, auf der einen Seite. Und dann gibt es noch dieses Team. Schon mal Daumen nach unten. Mit Pascal und Georgia. Wir sind Team Glumanda. Ja. Euer Name ist ja schon also sehr hochgesteckt. Ne? Da muss dann auch was kommen. Und dann müssen wir natürlich auch liefern. Aber was müssen wir denn überhaupt liefern? Worum geht es denn überhaupt? Also, wir ziehen heute los. Wir haben kurz vor 2 Uhr. Wir müssen um 17 Uhr wieder hier sein. Sonst ist man disqualifiziert. Das heißt, wir haben etwas mehr als 3 Stunden dafür, 3 Bilder pro Team zu schießen. Und, gerade weil ich einen Hänger habe. Macht ja nichts. Ja. Können wir schneiden. Ja, können wir schneiden. Die Bilder werden dann auf Instagram veröffentlicht und ihr habt die Möglichkeit, dafür abzustimmen und das Team mit den meisten Votes gewinnt das Fotobattle. So einfach kann es sein. Was passiert mit dem Verliererteam? Das Verliererteam muss im Fortuna Düsseldorf-Trikot zum Kölner Dom. Ja, gut, dass du schon relativ viele Fortuna-Trikots zu Hause hast. Also, ich würde sagen, wir starten direkt los. Guck mal, ihr könnt noch mal ein bisschen was am Computer machen. Wir gehen schon mal. So, ich würde sagen, während ihr ihn noch einpackt, und dieses Team und wir machen gehen wir schon direkt los. Ja. Wir machen das jetzt. Was ist unser Plan? Wir haben einen Staubsauger gefunden, da sieht echt cool aus. Ein cooles Staubsaugerfoto. Das war's jetzt, oder? Und jetzt haben wir keinen Plan mehr, wo wir hin gehen. Ja, wir haben halt echt nicht so viel Plan. Ja, echt keinen Plan. Wir brauchen auf jeden Fall gleich noch eine Zeitung. Wir wollen jetzt nämlich eine Zeitung abfackeln und davon ein Foto machen. Wir haben natürlich Wasser dabei, wir haben Sicherheitsmaßnahmen getroffen, ganz klar. Mein erstes jemals gekauftes Feuerzeug. So, los geht's. Ach, da seid ihr ja weit gekommen. Ja. So, da sieht man auch, welches Team vorbereitet ist. Team komisches Pokémon, auf jeden Fall nicht. Ich fand die fotografieren da lieber irgendwelche alten Staubsauger. Unser Plan ist jetzt erstmal hier zur Haltestelle Körner Straße zu gehen. Genau. Finde ich ganz cool. Ja. Und da ein paar geile Shots zu ziehen. Absolut. Körner Straße könnt ihr euch merken. Unten die U-Bahn-Haltestelle ist ein kleiner Geheimspot. Zieht euch gleich auf jeden Fall mal die Bilder rein. Genau. Wir dürfen beim Bloggen noch nicht rauchen, also zumindest ich nicht. So. Okay, warte, ich will auch nicht beim Bloggen. Warte, dann, wir rauchen erstmal. So, was wir nicht bedacht haben, ist gar nicht so einfach in Köln was zu finden, wo wir eine Zeitung abfackeln können. Wo wir einfach Sachen verbrennen können, ja. Wo es einfach keinen juckt. Jetzt brauchen wir eine Stelle, wo wir eine Zeitung abfackeln können. Die Zeitung haben wir schon. Jetzt brauchen und wir das Feuerzeug haben wir auch gerade gekauft. Ja, das Feuerzeug haben wir auch. Wir haben alles. Dann begeben wir uns jetzt auf die Suche. So, wer kennt sich hier aus? Der Teamgewinner darf nicht gewinnen. Oh oh. Nee. Was machen die denn ich hier? Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Das ist nicht euer Ernst, oder? Das ist unser Spot hier. Wir waren hier zuerst. Weg mit euch. Wir waren hier zuerst. Guck mal, ihr versammelt den Spot, der wäre jetzt frei. Komm schon. Was? Ey Leute, jetzt ehrlich, es kommt gerade keiner. Das ist super assi. Komm. Es ist mega assi, dass ihr unseren Spot klaut. Das haben wir schon am Freitag geplant gehabt. Nicht gut. Seid ihr fertig? Ja. Ja, wir sind komplett fertig. Komplett? Ja. Das war's jetzt? Ja, das war's. Das ist nicht euer Ernst. Ich hab mehr erwartet. Ihr seid durch? Ja, für euch wird's reichen. Also, wo geht's jetzt für euch hin? Das sagen wir euch nicht. Ach. Wir haben ja unseren eigenen Plan. Wir gehen jetzt zum Dom. Zum Dom? Mhm. Ey, Dom ist auch so eine Sache, habe ich auch überlegt, ne? Aber wir haben da so eine spezielle Idee. Ja.
Ja, ich hab keinen Plan, ob wir richtig fahren. Jetzt sind wir hier am Mediapark und hier gibt es echt richtig, richtig viele schöne Spots. Und wir haben einen ganz besonderen im Kopf und zwar den im Kölnturm. Je nachdem, wie du das Prisma dann hältst, kriegst du dann auch so einen schönen Regenbogen-Effekt hier unten rein. Auch wenn du das dann nur einen Millimeter anders hältst, dann hast du schon wieder einen ganz anderen Effekt. Auch draußen kann man da dann den Himmel irgendwie Spiegelung machen oder irgendwelche Reflexionen von Büschen oder Hauswänden oder wie in dem Fall jetzt hier Lichter. Eigentlich immer ein richtig geiler Effekt. Ich würde sagen, ey, wir haben uns echt einen Kaffee verdient, oder? Ja, also so gut wie wir waren, jetzt holen wir uns erstmal einen Kaffee. Die anderen, die haben Stress jetzt bestimmt. Die haben keine Chance. Oh, jetzt kommt die Sonne sogar raus. Also, guck mal, die steht hier gerade perfekt. Ich glaube, ich habe echt Schiss, ne? Dom ist so eine Sache, Dom ey. Ist halt so Dom ist echt eine Sache, man ey. Man sieht halt auf Instagram so wild Dom und das kennt halt jeder. So, wir brauchen jetzt erstmal einen coolen Spot fürs Handy. Dann wollen wir Wasser davor schütten, damit es reflektiert. Und dann nehmen wir die Kamera und machen ein schönes Foto. Wir haben ein Foto. Also wir haben halt voll die coole Idee. Wir haben jetzt einen Bilderrahmen mit irgendeinem Bild drin. Und zwar halten wir jetzt das Bild. Einer steht dann vor der Location und macht so ein Bild. Und dann gehen wir zu der nächsten Location und machen noch ein Bild. Und dann photoshoppen wir das hier rein. Und dann hält immer jemand so einen Rahmen in dem Bild. Und das geht immer so weiter. Bis ins Unendliche. Und noch viel weiter. Wir fragen jetzt Taxis, weil wir haben spontan eine Location gefunden und da nehmen wir euch jetzt hin mit. Los geht's. Kann man einfach so zu Taxis gehen und die ansprechen? Ich habe noch nie ein Taxi geholt, ich habe nur Ubers geholt. Das geht auch. Jetzt wird erstmal Kaffee geholt. Wir machen heute Fotobattle. Kennst du das? Schon mal gesehen? Schon gehört? Ne? Wir treten gegen ein anderes Team an. Boah, danke. Die machen auch Fotos, aber wir gewinnen, oder? Bestimmt. Hast du mal ein paar Bilder? Cool, ne? Oh, ja. Haben wir schon den ersten? So. Nein, haben wir schon. Nice. Ja, geht dich nichts an hier. Aha. Es ist ja relativ ruhig bei denen. Ruhig? Nee, kann nicht sein. Ja, wo seid ihr denn? Nee, wo seid ihr denn? Wir sitzen und lassen uns fahren. Die sind in Deutsch, ich weiß, wo die sind. Die machen verbotene Dinge, die gehen. Ich weiß ganz genau, was die machen. Wie viele habt ihr denn schon? Wie viele Banger? Also ein Bild ist richtig geil geworden, also da werdet ihr es safe schon mal verlieren. Okay. Tut mir leid, aber es ist wie es ist, es ist krass. Aber jetzt kommt halt das Hammerbild und das wird nicht zu übertreffen sein, also. Okay, okay, vielversprechend, nicht schlecht. Ja. Es ist Halbzeit, ne? Nicht vergessen. Ja, bringt alles nichts, wenn ihr zu spät im Büro seid. Ja, ist in Ordnung. Alles klar, bis später. Ciao. Bis später. Also der Plan ist, wir setzen unsere liebe Kamerafrau dahin. Also irgendwer wird dann halt eine Zeitung halten, jemand muss die anmachen und das geht ganz, ganz schnell, furchtbar schnell. Wir haben sogar ein super cooles Feuerzeug. Oh ja. Und natürlich auch den Kölner Stadtanzeiger, das muss ja alles passen. Wir sind ja hier in Köln. Jetzt kommt das Bäckerbild. Oh ja, das ist mehr. Ja, so ist geil, das ist geil, ja. Das ist geil! Ja! Hier machst du noch ein paar Bilder! Lass mich schmeiß weg! Ja.
geil. Gut. Das wird gewinnen, also. Ja, Leute. Ich fühle mich auf einmal so gebildet, da lese ich einmal im Jahr Zeit und dann verbrenne ich sie selbst. Boah, Wirtschaft muss brennen. Ich wurde attackiert. Jetzt müssen wir das noch irgendwie aufräumen. Alles voller Sand und Wasser. Aber was tut man nicht alles fürs Fotobattle, um gegen Teamgewinner zu gewinnen? Jetzt geht's zum, zum Deutzer Parkhaus. Das sieht man auch da vorne, wenn man genau, da gibt es relativ viele gute Fotomöglichkeiten. Man kann ganz hoch gehen, ein bisschen was mit der Sonne machen. Leider ist es jetzt noch... Ich dachte, ich hätte das Mikro verloren. leider ist es jetzt noch ein bisschen sehr hell. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nichts in Richtung Sonnenuntergang machen können. Wir gehen deshalb und versuchen, einen Symmetrical Shot zu machen. Ja. Indem wir uns einfach unten in das Parkhaus reinstellen und nach oben fotografieren. Und das ist halt der Spot. Das ist halt schon geil. Jetzt die große Frage, Christian. Wir haben noch eigentlich einen Hammer-Spot. Wir haben eigentlich genügend Bilder. Ja. Wir könnten jetzt super entspannt ins Büro fahren und Käffchen trinken. Oder wir riskieren es, nehmen den letzten Banger-Shot noch mit und dann wird es echt knapp. Dann wird es richtig knapp. Was meinst du? Wie weit brauchen wir dazu hin? Was sagst du? 10 Minuten. Wir brauchen 10 Minuten hin. Dann haben wir 20 Minuten ungefähr zum Fotografieren. Und dann haben wir nochmal so 10, 15 Minuten, um nach Hause zu kommen. Also du sagst... Und das Problem ist, da gibt es keine Taxen. Vielleicht müssen wir das Taxi einfach da warten lassen. Schwierig. Das ist risky. Das ist risky. Ich würde sagen, wir versuchen es, oder? Wenn du sagst, dass der Spot so geil ist... Ey, komm. Ist. Team Gewinner, wir gehen wir bis zur letzten Minute, oder? Wir riskieren es. Wir riskieren es. Alles klar. Ja, komm. Wir holen es da. Schaffen wir. Hey, unser Kollege ist da. Ah. Einmal ganz kurz. Komm. Jetzt musst du sagen. Hat sich das gelohnt, dass ihr hier waren oder nicht? Ich muss diese Brille. Entschuldigung. Nein, du gehst rein, Mann. Das ist im Parkhaus. Aha, das ist schön. Ist geil, das ne? Das finde ich schön. Würdest du sagen, das gewinnt? Ja, ich glaube, das Bild hier gewinnt. Das gewinnt. Super, Fall. Danke dir. Danke. Schönen Tag dir. Ciao. Ciao. Alles Gute. Sag in die Kamera, dieses Bild gewinnt. Ja, ich glaube, das Bild hier gewinnt. Wie läuft bei euch? Ja, richtig gut, würde ich sagen. Ey, wir haben einen weiteren Banger im Kasten. Ja, das mag ich nicht so glauben eigentlich. Aber wir haben jetzt ein bisschen Zeitprobleme, weil unser letzter Spot verkehrsbedingt schwieriger liegt, als wir dachten. Aha. Das heißt? Wir wissen nicht, ob wir es pünktlich ins Büro zurückschaffen. Ja, eine Minute zu spät ist eine Minute zu spät, ne? Das ist richtig. Knapp daneben ist auch vorbei. Und ihr wisst, ne? Verwendet darf nur werden, was heute aufgenommen wurde, ne? Ja, natürlich. Wir sind keine Rule Breakers. Rule Breakers. So wie ihr. Also, wir nähern uns jetzt dem letzten Spot. Ich hab zwei Vermutungen, wo ihr seid. Ja, ihr seid an dieser Lost Place Location gewesen, glaube ich. Da, wo man eigentlich nicht mehr hin darf, weil es abgesperrt wurde. Und Parkhaus in Deutz. Ich weiß ja nicht. Nicht? Ich weiß ja nicht. Das war richtig, sonst hättest du gesagt, nee. Wir müssen hier raus. Wir müssen also ziemlich genau hier raus. Okay. Ich hatte recht, ich hatte recht. Nein, wir haben das auch schon so gemacht. Aha. Wir müssen auflegen. Ah, ich weiß, wo die sind. Ich weiß, wo die sind. Wenn die das auch schon zugemacht haben, dann
Also haben die jetzt ein Problem, oder wie? Ist das definitiv das Lost Place in Deutz? Das heißt, die haben verkackt? Ich glaube, ja. Ich glaube, die kriegen kein cooles Bild mehr hin. Wir können die fotografieren. Was soll ich damit? Ja, wir sind natürlich auch sehr umweltbewusst und nehmen unseren Müll jetzt hier mit. Ja. Das ist komplett eingezäunt. Nichts. Komm, was sagst du? Rüberklettern? Eben hoch und dann zwei Bilder und zack, zack. Komm, wir machen das. Okay. Was sagst du, wenn du mit rüberkletterst, okay, mach ich let's auch. Go. Okay, komm, dann machen wir das. Die beiden. Keine Ahnung, aber ich habe irgendwie mitbekommen, dass sie was geplant echt? Haben. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, ey. Alex! Ja, okay, verstehe. Team Glumanda, oder was? Ja, ganz genau. Wir hätten uns unsere Medaille nicht mal mitnehmen müssen für das Teamgewinner, ey. Unfassbar, ey. So, erstes Fotobattle hinter uns. Genau. Was sagt ihr? Das hat mega Bock gemacht. Und ich glaube, Teamgewinner wird seinem Namen nicht gerecht. Abwarten, abwarten. Wir haben echt richtig, richtig geile Shots gezogen. Ja, wir haben bessere. Ja, also Fazit, ey, ich muss ganz ehrlich sagen. Ich muss auch sagen, also sechs geile Bilder. Ich freue mich darauf, die zu posten. Ja. Und ich will einfach nur wir waren vielleicht ein bisschen vor am Teamgewinner. Auflösung gibt's dann jetzt gleich nach dem Cut. Willkommen zum Finale des Fotobattles, des ersten Fotobattles hier in Köln. Und wir küren heute das Team Verlierer, von dem wir noch nicht wissen, wer das sein wird. Und das Team muss dann in Düsseldorf-Trikots einmal hier über die Domplatte laufen. Ich hoffe, wir sind's nicht. Es fehlt hier noch jemand zwischen uns. Genau. Und zwar der Herr mit den Umschlägen. Großen Applaus für Pascal. Der Herr mit den Umschlägen ist da. Die Stunde der Wahrheit hat geschlagen. Okay, ich bin gespannt. Wer hat die Ehre? Wer möchte? Ich möchte. Also, Best Picture. Legen wir los. So, sehr schön. Es geht los mit dem Bild, mit dem Prisma. Ja. Mit ganzen drei Votes. Verhaltener Applaus, aber Applaus. Auf Platz 5 ist das Bild von dir mit dem Bild im Bild im Bild im Bild im Bild mit ganzen 10 Votes. Immerhin schon mal 7 mehr. Also. 10 Votes. Weiter geht's. Was, so schlecht? Ey, das hätte ich, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte ich auf jeden Fall unter den Top 2 gesehen. Das ist ein richtig, richtig gutes Bild. 12 Votes. Ich hätte mehr erwartet, ja, aber ja, ja. Ich glaube, das Problem war, dass der Dampf gefehlt hat. Das hat die Leute gestört. Ja. Das haben die Leute gesehen. Ja. Jetzt also schon, kommen wir zum Treppchen. Jetzt ist schon Silbermedaille. Nee, Bronzemedaille. Und 13 Votes. Das ist euer Bild vom Dom. Geiles Bild, muss ich sagen. Gut, jetzt kommen die Top 2. Wir wissen jetzt leider schon, von welchem Team die sind. Verdammt. Kommen wir zum Top 2. Was glaubst du, welches Top 2? Welches ist das Top-Bild? Das Top-Bild ist, glaube ich, von mir mit den Bahnen. Ja, ich glaube auch. Das zweite Platz ist von dir im Parkhaus. Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Ja, würde ich auch sagen. Und wir gucken mal. Und es ist genauso, wie wir es gedacht haben. Boah, übertrieben. 24 Votes. 24 Votes. Krass. Was? Ey, vielen, 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 vielen Dank. Immer weiter für Teamgewinner abstimmen, ja? Also da muss ich nachher nochmal den Notar fragen, ob da alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Mega cool. Und jetzt bin ich aber gespannt. Das Gewinnerbild. Und das hat ganze 25 Votes. Wahnsinn. Mega. Da kann man, okay. Mega. Applaus für also euch. Das war wirklich ein starkes Bild. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Auch wenn ich euch natürlich eigentlich den Sieg nicht gönne, dem Bild gönne ich den Sieg. Ich kann schon mal so viel verraten.
Das Verliererteam hat 35 Votes. Oh, wir filmen gerade. Aber macht nichts, Sie können einfach fragen. Oder moderieren. Das Verliererteam hat 35 Punkte und das Gewinnerteam hat 52 Punkte. Wow. Es, es war ein sehr knappes Rennen, auch wenn es jetzt nicht so aussieht. Am Ende ging es nochmal wirklich wild. Ja. Wild umher. Das Gewinnerteam darf schon für nächste Woche bekannt geben, oder fürs nächste Mal, was das nächste Thema des Fotobattles sein wird. Genau, richtig. Ja? In der Kategorie Bestes Team hat gewonnen das Teamgewinner! Wie auch gewonnen, das war doch klar. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Teamgewinner ist Teamgewinner. Wie konnte das passieren? Das ist eine gute Frage. Hat die Namensgebung aber gerade so geklappt. Ich habe natürlich noch für Teamgewinner eine Überraschung vorbereitet, auch wenn ich dachte, das ist für uns. Oho, okay, weißt du was davon? Ich weiß nicht. Okay. Dann können wir schon ein bisschen zur Musik tanzen. Genau. So, herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch, Glückwunsch allen. Sehr cool. Dich. Auch Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Trotzdem waren wir, wir sind Sieger der Herzen. Genau. Ja. Ihr dürft euch jetzt tatsächlich aussuchen. Ihr könnt euch jetzt mal eine Minute überlegen, was ihr denn gerne fürs nächste Fotobattle haben wollt. Ja, können wir jetzt hier bitte einmal kurz Denkmusik einblenden? Na sicher. Wir wiederholen Köln. Ich will Köln als Standort. Und, aber diesmal mit der Herausforderung, dass wir es nachts machen. Finde ich gut. Ich würde sagen, wir wollen auf jeden Fall eine Revanche. Ich würde sagen, die Teams bleiben. Gute Idee, wir machen eine Revanche. Wir wollen eine Revanche, das können wir so nicht auf uns sitzen lassen. Ja, weil wir werden uns neue Teamnamen überlegen, weil Teamgewinner hat sehr viel Druck auf uns ausgeübt. Und ja. Und diesmal bereiten wir uns vor, hoffentlich, mal schauen, aber auf jeden Fall ein bisschen besser. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal ein und jetzt bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Trikots an und ab dafür. Sagen, Fazit, es sind coole Bilder entstanden, es ist eine peinliche Strafe entstanden und jetzt wissen wir erst recht, wir müssen uns nächstes Mal vorbereiten und uns richtig anstrengen, damit wir Teamgewinner schlagen. Wir machen da alles wie immer. Nimm das bitte wirklich, ich kann das nicht mehr, ich kann das nicht mit meinen Werten vereinbaren. Wir sind immer am Rauchen. Aber ihr wisst schon, das Verliererteam muss dann auch hochfahren, ne? Und dann einmal mit der Fahne, so wie auf dem Mond, dann winken. Boah, vor solchen Dingern habe ich so Angst. Eine Rolltreppe, die nicht rollt. Oh. Junge, was ist das? Ich will das nicht. Nein, wirklich, also das war ganz, ganz großartig. Achtung, Mann, ich glaube, es sind viele, viele tolle Bilder dabei entstanden.